Um andere aber auszuspionieren, muss man sich nicht unbedingt und ausschließlich aufs Internet, Handy oder die klassische Wanze verlassen. Es geht auch ganz einfach und ganz anders, wenn man sich etwa auf die Neigung des Menschen verlässt, andere anzuschwärzen. Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant, das wusste Hoffmann von Fallersleben schon. Und den anschaulichen Beweis dafür liefert Südkorea. Dort bespitzeln und denunzieren Menschen andere quasi nebenberuflich. Wer dort seinen Müll in die falsche Tonne wirft oder als Verkäufer ein paar Cent zu wenig berechnet, der muss damit rechnen, von Spitzeln für Geld an die Behörden gemeldet zu werden. Wie diese Vorstufe zum Orwellschen 1984 genau funktioniert, zeigt uns Johannes Hanno. Chiso Hyun sieht aus wie eine ganz normale Passantin, aber sie ist das, was man landläufig wohl eine ausgebildete Denunziantin nennt. Ausgerüstet mit einer kleinen versteckten Kamera macht sie sich auf die Suche nach Gesetzesbrechern in der Nachbarschaft. Ich gehe zum Beispiel an Nachhilfeschulen und tue so, als ob ich meine Kinder anmelden wollte. Ich frage dann nach Extraangeboten und da gibt es jede Menge Illegales. Zum Beispiel verlängerte Öffnungszeiten und Extragebühren. Das nehme ich dann auf. Jisoo Hyun ist eine von derzeit etwa 1500 ausgebildeten Bürgerspitzeln, die mit versteckten Kameras Illegales in der Nachbarschaft aufzeichnen. Trainiert werden sie von Moon Seong-ok. Seit 14 Jahren leitet er die sogenannte Paparazzi-Akademie und er hilft seinen Schülern auch dabei, Käufer für das Videomaterial zu finden. Meine Studenten kommen, weil sie Geld machen wollen. Ich bringe sie dann mit Polizei, Gesundheits- oder Bildungsbehörden zusammen. Und von denen werden sie dann bezahlt. Dieses Video wurde in einer Bäckerei aufgenommen. Die Verkäuferin berechnet die Plastiktüte nicht. Zwischen umgerechnet 1 und 3 Cent müsste sie verlangen. Pech für sie, alles aufgezeichnet. Die Strafe bis zu 340 Euro. Ein Bombengeschäft für Behörden und Spitzel. Aber nicht allen gefällt das. Ko Ya Kyung hatte ein Erlebnis, das ihn wütend gemacht hat. Ich bin hier durch unser Viertel gelaufen und da sah ich eine alte Frau weinen. Ich habe sie gefragt, was los ist und sie sagte mir, dass sie gerade eine hohe Strafe hätte zahlen müssen, weil sie ihren Hausmüll in eine falsche Plastiktüte getan hätte. Einer der Bürgerspitzel hätte ein Foto gemacht und es der Polizei gegeben. Ko hat Beschwerde bei der Nationalen Menschenrechtskommission eingereicht. Aber Herrn Moon von der Paparazzi-Akademie ficht das nicht an. Und er kontert mit einem klassischen Argument. Gute Bürger, die das Gesetz achten, haben kein Problem mit dem, was die Bürger-Paparazzi machen. Aber die, die das Gesetz brechen, haben natürlich Probleme mit dem, was meine Studenten tun. Und auch Jisoo Hyun hat keine Probleme mit dem Spitzel. Ich habe gesehen, wie viele illegale Aktivitäten um mich herum passieren. Diese Menschen sind nicht arm und so fühle ich mich auch nicht schlecht, sie zu melden. Bis zu 20.000 Euro bringt der Nebenjob pro Jahr. Und so bespitzeln sie weiter ihre Nachbarn in Seoul.